So, willkommen zurück bei Gothic. Wir wollten uns jetzt hier nach hinten in... War doch klar, dass es Ärger gibt. Ja, Ärger, okay. Wir wollten uns hier hinten in die alte, neue Mine begeben. Okay, bevor wir die... Das ist wirklich nicht mein Problem, will ich trotzdem nicht stecken. Ja, schön, dass du dich in seine Haut stecken willst. Wir wollen auch jetzt nicht eigentlich in unsere Haut stecken, weil wir werden jetzt hier gegen drei Scavenger kämpfen. Will ich trotzdem nicht stecken. Ja, ja. Auf jemanden und du bist verlassen. Das ist eben... Schön. Zack, zack. Greif an. Ziemlich lauter für den Ork, oder? So. Okay, mein Fehler. Zack. Fleisch nehmen wir natürlich wieder mit. Ah, nicht springen. Lassen die uns überhaupt rein? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ob die uns wirklich reinlassen in die Höhle. Das kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich glaube, da kommt doch mal ein Wolf oder Molder Rats oder irgendwas kommt dann noch. Dann nach oben schauen wir auch einmal. Warum nicht? Ja, so mal nicht. Ich find's cool, wenn man jetzt hier Alt drückt, tut er automatisch nach oben schauen. Das ist schon cool. Dass es sozusagen doch irgendwie vorgesehen ist, dass man hier rauf geht. Hier ist aber nichts, oder? Hallo? Kann ich da noch weiter rauf? Er springt hier fast zu hoch. Wieso kommen wir da nicht dran? Vielleicht hier oben? Hopp! Nein. Na gut. Das ist also eigentlich doch für nichts da. Hopp. Hopp. Oh, wäre fast in die Hose gegangen, glaube ich. So, da oben hätten wir die Molerats. Die Molerat. Einen mal. Ein weniger mal. Der nächste. Komm her, Junge. So, haben wir hier irgendwas versteckt vielleicht? Nein. So, jetzt schau mal, ich kann echt nicht mehr sagen, ob man da jetzt reingelassen wird oder nicht, oder ob jetzt so ein Aufpasser steht, der sagt, nein, du nicht. Wieso ist der Moritz und Wölfe? Die sich lustigerweise aber nicht angreifen. Dann greifen wir ihn an. Schauen wir mal, ob wir den schaffen. Hello, Wolf. Aua. Ein Schlag ist genug, mein Freund. Ein Schlag ist genug. Zack. Zack. Soweit, so gut. Ah, ich wusste es doch. Ich glaube, der lässt uns jetzt nicht rein, oder? Doch. Ah, Besuch. Mach uns keinen Ärger, sonst bekommst du welchen. Ich will mich hier nur mal umsehen. Dann pass auf, dass du niemanden auf die Füße trittst. Ich gehe dann mal. Ich hoffe, wir verstehen uns. Da hinten fliegen Spitzhacken in der Luft herum. Wenn man es gut sehen kann von hier. Sehr schön. Gut, dann speichern wir mal. Noch einmal. Toffen. Ja gut, wenn wir schon mal den falschen Weg wählen, ist das blöd. Können wir schon schleichen können wir noch nicht, deshalb können wir auch hier noch nirgends wirklich einbrechen. Schlösser knacken können wir, aber wir haben keine Dietriche. Alles spricht gegen uns. Das ist alles nur Söldner. Ich will nur ein bisschen Aufträge machen, um Erfahrung zu haben. Schürfe, Schürfe. Haben wir hier nichts zu tun. Die stehen ja alle nur blöd herum. Söldner? Söldner. Schürfe. Schürfe, Schürfe. Oh, kühl.
Wer bist du? Ich bin Okel. Ich hab das Kommando über den Kessel. Ich sehe mich hier nur mal um. Dann pass bloß auf, dass du hier im Kessel keinen Mist baust. Sonst bist du schneller im Grab, als dir lieb ist. Okay, und was ist, wenn wir in die Mine wollen? Ich wollte nur mal in die Mine. Ach so, du wolltest nur mal kurz in die Mine. Ich glaube, du weißt nicht, wie das hier läuft. Keiner kommt in die Mine ohne meine Erlaubnis. Schreib dir das hinter die Ohren. Wer ohne meine Erlaubnis die Mine oder das Torhaus betritt, ist ein toter Mann. Okay. Ich muss weiter. Dann lass mich in Ruhe. Dann lassen wir das mal. Hey du, du gehörst nicht zu meinen Jungs. Was machst du hier? Kommst du mal früh drauf. Ich muss weiter. Dann lass mich in Ruhe. Ja. Wir haben ihn anscheinend zuvor angesprochen, bevor er uns ansprechen konnte. Oh, nicht schlecht. Gibt's echt keinen Auftrag für uns? Nichts, null, gar nichts, wirklich nichts. Swiney, wer ist das? Bandit. Swiney, rauch fertig, ich will mit dir reden, mein Freund. Na komm schon. Wer bist du? Ich bin der beste Bergbauer, den diese verdammte Kolonie jemals gesehen hat, mein Junge. Ich passe auf, dass nicht die Hälfte unserer Jungs von Steinen erschlagen werden, weil sie zu dumm sind, an der richtigen Stelle zu schürfen. Okay. Ich will bei euch als Schürfer mitmachen. So? Denk bloß nicht, du kannst hier viel erwarten. Jeden Tag gibt's 3 Portionen Reis und für den Rest musst du selber sorgen. Du weißt, warum wir das hier machen? Wir machen die Arbeit, damit alle hier eines Tages wieder rausspazieren können. Das heißt, alles Erz wird abgegeben und kommt auf den großen Haufen. Und einmal im Monat kriegt jeder, der hier hart gearbeitet hat, 50 Brocken Erz zum Versaufen. Das waren auch schon die wichtigsten Sachen, die du wissen musst. Kennst du dich wenigstens mit der Arbeit aus? Nein. Nein. Natürlich nicht. Warum immer ich? Gut. Pass auf. Du nimmst jetzt diese Klamotten und ziehst sie dir an. Hier. Wenn dir ein Erzbrocken auf den Fuß fällt und du keine Schutzkleidung trägst, bist du ein Krüppel und nur noch die Hälfte für uns wert. Eine Spitzhacke liegt hier bestimmt irgendwo noch rum. Aber viel anfangen kannst du damit sowieso nicht. Naja, was soll's. Habe ich das jetzt richtig hier gesehen? Haben wir jetzt einfach so hier eine Schifferklamotten halten? Einfach so. Und ich habe 200 Erz für 250 Erz für die Butlerhose ausgegeben. So sieht man, man lernt doch beim erneuten 4. oder 5. Durchspielen was Neues und das ist sehr ärgerlich. Da können wir eh nicht rein. Es sei denn, wir können hier irgendwas mit jemandem reden. Hallo Leute, Schiffer, Schiffer. Wen haben wir hier? Söldner, Söldner. Söldner, Söldner. Was machst du hier an der Mine? Entschuldigung. Ich wollte mir nur mal das Camp ansehen. Dann bist du hier wohl falsch. Hier ist der Mineneingang und der ist tabu für dich. Okay. Ich habe noch was zu erledigen. Das denke ich auch. Was jetzt ist die Frage? Hier können wir nicht wirklich viel tun. Um genau zu sein, gar nichts. Im weiten Satz wieder hinaus von hier. Wieder alles zurücklatschen. Und schauen, ob wir irgendwo noch einen Auftrag auftreiben können. Das ist ja knapp hier. Hätte nicht gedacht, dass es so mühsam wird, Stufe 5 zu werden. Wobei wir haben es fast. 600 noch circa. Dann werden wir einfach das tun, was wir schon von Anfang an vorhatten. Wir werden den Wald nehmen, also den Wald bei der alten Mine. Einfach durchgehen, die Wölfe verkloppen. Und vielleicht noch ein paar Scavenger, wenn es da noch welche gibt. Und dann müssten wir es eigentlich haben. Zwar verbrauchen wir dadurch halt das Wertvolle, zum Beispiel Wolfsfälle oder Scavengers Zähne und so ein Blödsinn. Blödsinn eigentlich nicht, weil das bringt viel Erz, aber trotzdem, das verschwenden wir dann halt. Und ja, aber Erfahrung ist jetzt mal wichtiger als irgendwelche Materialien zum Verkaufen. Und es wird Nacht. Sollen wir da wirklich dann in der Nacht durchgehen?
Oder versuchen wir noch diesen einen Banditen von dem Haus, der bei den Söldnern, also bei Gorn dort wegzuprügeln, damit wir darin schlafen können. Das wäre eigentlich eine gute Idee. Versuchen wir es mal. Vielleicht kriegen wir dafür auch Erfahrung. Das wäre dann auch nicht schlecht. Das wäre nicht schlecht, sondern mehr recht. Ha. Dann springen wir mal dorthin. Nur aufpassen, dass wir nicht zu tief fallen auf einmal. Gut. Und schauen wir mal, was wir gegen den ausrichten können. Speichern. Du. Shrike. Wie sieht's aus? Verpiss dich! Wenn wir aber schon gegen Mordor keine Chance hatten, haben wir dann gegen denen eine Chance überhaupt? Shrike, hey! Muss ich den jetzt... Ich versuch's einmal. Der Kampf ist entschieden. Seht, das ist Diebstahl. Anscheinend nicht. Wir haben den echt geschafft. Und wir haben viel mitgehen lassen. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Mach, dass du wegkommst. Wir sprechen uns noch. Yes, Sir. Perfekt gelungen. Und eine Stachelkeule, die mehr Schaden macht. Das hat alles bestens funktioniert. Kann man sich nicht beklagen. Dietrich haben wir jetzt auch wieder zwei bekommen. Ist in der Truhe was drinnen? Gleich mal speichern. Das war ein großer Triumph. Ist nichts drinnen. Ist ja klar, ist ja eigentlich unser Haus. Das heißt, wir können hier eigentlich unsere Sache auch wieder verstauen. Aber wir machen eigentlich nur eine kurze Übernachtungsparty. Um dann am Morgen zum alten Lager aufzubrechen. Wir haben geschlafen und sind ausgeruht. Das ist sehr schön. Jetzt schauen wir noch, ob vielleicht Gorn uns irgendwie... Hoppala. Gratuliert oder so. Wer weiß. Hey, Gorn. Gorn. Trink fertig und sprich mit mir, alter Freund. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Shrike hat sich eine andere Hütte gesucht. Gut. Gerade noch hat mich Tarloff darauf angesprochen, dass er dem Burschen das Fell über die Ohren ziehen wollte. Bis später. Haben wir den auch einen Gefallen? Entschuldigung. Genau. Hatten wir den auch einen Gefallen getan hier, aber jetzt verschwinden wir wieder aus dem neuen Lager. Und gehen zurück zum alten. Haben wir mit Seifer schon mal gesprochen? Anscheinend. Gehen wir jetzt wieder zurück zum alten Lager. Versuchen auf dem Weg in die Stufe 5 zu werden. Müssten wir locker schaffen. 330 Erfahrungspunkte noch. Und dann endlich ein Schatten zu werden. Ein Mitglied des alten Lagers. Ein kleiner Dieb. Wollen wir uns vielleicht dann sogar noch weiter ausbilden? Also ich bin mir noch nicht sicher, ob wir auf Stärke gehen oder. Doch besser Einhand oder. Doch noch irgendetwas, Taschendiebstahl oder so etwas, wäre ja nicht. Oder Schleichen. Schleichen wäre eigentlich das Beste, dann müssen wir dann nochmal zu Kavalorn raus. Weil dann können wir die ganzen Häuser einbrechen und dann ein bisschen was mitgehen lassen. Muss ja keiner wissen, aber ja. Das werden wir dann tun. Hey du! Ich habe dir doch gesagt, du sollst den Bauern Wasser bringen. Ich mag es nicht, wenn man mir Sachen verspricht und sie dann nicht hält. Und deswegen greifst du mich an. Weg mit. Was für ein. Tu das nie wieder. Ja, 181 Jahre, so weit kommt's noch. Und ich habe mich nicht gescheit gespeichert. Dieser Lefty. Heißt jetzt Lefty? Ich hab's vergessen. Ich glaube, er heißt Lefty, oder? Ja, es ist eine kleine Schlitzzunge, eine kleine Schlitzauge, wie auch immer, ein kleines Sackgesicht.
dann müssen wir jetzt irgendwie an dem vorbeikommen. Wir kommen ja eh nie wieder her. Und selbst, glaube ich, wenn wir wieder herkommen, sind wir so stark, dass wir den dann, glaube ich, sowieso aus den Latschen kicken. Mit keiner Mühe. Frag. Kennen wir ja schon, danke. Bis spät. Ja, ja, bis später, Gorn. Wir werden uns ja noch öfter sehen. Heute sprechen wir uns noch einmal. Gut. Oder nicht gut, ich weiß ja nicht. Es ist nicht ganz optimal gelaufen, der Rückweg zum alten Lager, aber wenn es dieser Leffi halt... wie umgehen wir den? Wie umgehen wir den, ohne dass uns jetzt 181 Erz wegnimmt? Wir könnten natürlich versuchen, da jetzt... Ist das hoch hier? Schon. Können wir da irgendwie... Ihr könnt natürlich auch feige weglaufen, was natürlich die beste Option wäre momentan. Oder speichern und an der Seite entlang. Hey Lefty! Was sagst du jetzt? Hä? Was war's mit deinem Wasser? Und wir nehmen jetzt hier eine Abkürzung. Nicht tauchen. Nicht tauchen, habe ich gesagt. Na toll. Tolle Abkürzung, hä? Aber jetzt ist sie gelungen. Und jetzt ab nach Hause ins alte Lager. Ich finde das so toll, weil wenn man gedrückt hält, landet man so blöd. Aber wenn man nur einmal klickt, springt man durch und das ist alles sehr nett. Ist natürlich sehr realistisch, dass wir springen schnell. Naja, man kann drüber streiten. Egal, lassen wir das. Dann auf durch den dunklen Wald hier. Oh, Scavenger. Testen wir mal gleich unsere neue Stachelkeule. Ist es nur einer? Ja. Boah, sehr schön. Kann man sich nicht beschweren. So. Durch den bösen Wald. Orgblatt nehmen wir mit, warum nicht auch Nachtschatten nehmen. Nicht, dass jetzt ein Wolf von hinten kommt, weil da irgendwas geknurrt hat. Ein Schlüssel? Eine Schüssel. Kein Schlüssel, glaube ich. Ein Bier, aber das war's auch. Oh, 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 zieh deine Waffe wieder. Und? War jetzt kein geschickter Kampf, aber zum Glück sind die keine Gefahr mehr für uns. Waren sie ja schon lange nicht mehr. Hör auf. Ist das Sklavenbrot? Nein, weil Sklavenbrot bringt erstaunlich viel Leben. So, der Wolf. Der hat uns schon einmal getötet. Das wird nicht noch einmal passieren. Oh ja, da haben wir unser hochersehntes Level-Up. Und langersehnt vor allem. Hochersehnt, gibt es das überhaupt? Sagt man das überhaupt, hochersehnt? Auf alle Fälle sind wir mit Stufe 5. Können jetzt im alten Lager aufgenommen werden. Und das werden wir jetzt tun. Und ja, das tun wir sogar jetzt noch in dieser Folge. Auch wenn es vielleicht dann ein bisschen über die 20 Minuten hinausgeht. Das nehme ich in Kauf. In der nächsten Folge werden wir dann einfach überlegen, was wir mit den jetzt 9, 10 Lernpunkten machen. Oder ich überlege es mir einfach dann in der Pause. Beziehungsweise bis zum nächsten Mal, weil ich kann wieder nur eine Folge heute aufnehmen, aber das stört ihr euch nicht, weil ihr bekommt sie dann sowieso vorgesetzt. Also, ja. Egal, wir reden jetzt mit Diego und werden Mitglied des alten Lagers. Speichern nochmal schnell davor.
Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich habe mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Skelty hat mir gesagt, er wäre gespannt, wie du gegen Kirgo abschneidest. Und er war sehr gespannt, ob du Karim herausfordern wirst. Whistler hat mir von der Sache mit Fisk erzählt. Also, ich an deiner Stelle wäre ja mit dem Erz durchgebrannt. Aber egal, er hält jedenfalls große Stücke auf dich. Sly hat mir erzählt, du hast Nick gefunden. Er wirkte sehr zufrieden. Fingers sagt, du hättest was gelernt. Er denkt, du wirst noch um einiges besser werden. Du hast es tatsächlich geschafft, Kalom das Rezept abzuluxen. Ich bin mindestens genauso beeindruckt wie Dexter. Torus sagt, so einen wie dich können wir brauchen. Das allein ist schon verdammt viel wert für dich. Du hast genug Leute gefunden, die für dich sprechen. Und die Prüfung des Vertrauens hast du auch bestanden. Geh zu Torus. Ich habe ihm schon alles erzählt. Er wird dich zu Gomez lassen. Was? Was soll ich machen, wenn ich bei Gomez bin? Gomez entscheidet aus dem Bauch heraus. Wenn ihm deine Visage passt, bist du dabei. Ab jetzt bist du auf dich allein gestellt. Mach das Beste draus. Viel Glück. Danke, ich werde es versuchen. Gut. Mach's gut. Tja, dann... Oh nein. Ja, gut, wir haben Martitz dann wieder am Hals. Vielleicht kommt er aber eh nicht mit rein. Aber das werden wir dann doch erst alles in der nächsten Folge erfahren. Ich hoffe, es seid wieder dabei. Dabei. Bis dann.